Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Im Psalm 139, Vers 7, da steht: Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Das heißt, du kannst dich nicht vor ihm verstecken. Er kennt dich, er sieht dich, er weiß um dich und er hört dich. Und deshalb beten wir auch, weil er uns hört und weil er uns hilft. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute haben wir ein Thema: Du hältst den Schlüssel in der Hand. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Du hältst den Schlüssel in deiner Hand. Jesus hat am Kreuz für dich alles getan, wirklich alles. Es fehlt nicht. Und er hat dir einen Schlüssel gegeben, den Heiligen Geist, der in dir wohnt, auch einen Schlüssel gegeben, all das zu benutzen, was er für dich am Kreuz gewirkt hat. Er muss es nicht mehr tun, es ist einfach da. Und da ist eine Sache: Du darfst ein Licht in dieser dunklen Welt sein. Du darfst ein Licht, aber du entscheidest, du hast den Schlüssel, lasse ich es zu oder lasse ich es nicht zu. Und Licht ist eine wunderbare Sache. Heute Morgen war ein Elektriker bei uns, war in der Lüftungszentrale, musste was repariert werden. Ich musste den Strom ausmachen und es war finster. Es war sowas von finster und nichts hat man mehr gesehen. Dann habe ich so eine LED-Lampe genommen und habe die einfach eingeschaltet und er konnte wunderbar arbeiten. Ich habe da nicht im Raum rumgeschrien, Finsternis weiche und Gott hilft, dass jetzt Licht kommt und Gott macht, dass da jetzt der das auch im Dunkeln findet und so weiter. Ich habe einfach das Licht eingeschaltet. Und in der Bibel heißt es, dass wir das Licht sind. Er ist das Licht in der Welt und wir sind die Reflektoren. Und wir, sei wirklich ein Licht in dieser Welt. Du brauchst gar nicht groß irgendwo, wenn du keine Talente hast, groß irgendwo Bibelsprüche um dich raushauen. Nein, sei einfach ein Licht und das Licht wirkt von alleine. Und das ist wunderbar. Und das ist das Übernatürliche. Das alles, was am Kreuz geschah, ist in dir. Benutze es. Nimm den Schlüssel und schließe auf und lass es wirklich frei. Halt es nicht in dir, sondern lass es frei. Das, was Gott für dich getan hat durch Jesus, lass es frei. Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der es freilässt. Der Licht ist in dieser dunklen Zeit und Herr, ich danke dir dafür. Es ist so unkompliziert, Licht zu sein. Und Herr, danke, Herr, lass uns einfach Licht sein und dann muss die Dunkelheit weichen. Ich danke dir dafür. Oh Herr, wir haben oftmals so viele Erklärungen, wie dunkel die Dunkelheit ist und wie schräg alles ist und so weiter. Herr, das vertreibt nicht die Dunkelheit, sondern einfach das Licht vertreibt die Dunkelheit. Und danke, dass du in uns das Licht bist, dass wir in dieser Welt sein dürfen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen: Bitte betet für mich, habe Krebserkrankung, Myelom, Nierenleiden, weißen Hautkrebs, 2 Lungenentzündungen mit nicht aufhörendem Husten seit 6 Monaten, alles wegen den Chemomitteln. Ganz herzlichen Dank für eure Gebete, bin am Verzweifeln. Ja, das kann man wirklich nachvollziehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese verzweifelte Person kennst und du siehst, sie braucht wirklich eine Rundum-Erneuerung, ein großes Eingreifen von dir. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeglichen Krebs besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass du eingreifst in ihr Leben, dass die ganze Haut wieder in Ordnung kommt, die Lunge in Ordnung kommt und der Husten verschwindet. Danke, Jesus, dass du ihren ganzen Leib durchströmst, jedes Organ, auch die Nieren und alles, was damit zusammenhängt. Danke, Jesus, dass deine Heilungskraft größer ist wie jede Krankheit und jeder Schmerz. Und wir danken dir, dass diese Person deine Heilung wirklich erfahren und erleben darf. Danke, dass du diese Verzweiflung wegnimmst und dass du ihr Hoffnung gibst und Mut gibst und deinen Frieden. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet für ihre Nichte.
Sie schreibt, bitte beten Sie für meine Nichte, 13 Jahre alt. Sie hat eine Nierenerkrankung. Die Nieren arbeiten nicht mehr richtig. Bitte beten Sie für sie, dass die Nieren wieder ihre volle Funktion bekommen. Danke im Voraus. Jesus, und ich danke dir, dass du auch dieses Mädchen kennst mit ihren jungen Jahren. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du diese Nieren wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückbringst, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Nieren wieder funktionieren, ihre volle Funktion aufnehmen. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über dieses Mädchen. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass du ein Gott bist, der größer ist wie jedes Organleiden, wie jedes Nierenleiden. Und ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst. Und auch bei allen anderen Personen, die irgendein Organleiden haben. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Organe wiederherstellt. Das haben wir schon so oft erlebt. Und was du einmal getan hast, kannst du wieder tun. Und ich danke dir für vollkommene Wiederherstellung von Organen. Danke, Jesus, dass du der Herr bist. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebet brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet für ihren Mann um Gebet. Ich bitte um Gebet für meinen Mann. Er hatte vor mehreren Jahren einen Schlaganfall und leidet seitdem unter Aphasie. Ein Großteil seines Sprachzentrums ist zerstört. Kommunikation ist nicht möglich. Ich weiß, dass Gott das Sprachzentrum heilen und die schöpferische Ordnung jeder einzelnen Zelle wiederherstellen kann. Ich bitte Gott, dass er zu seiner Ehre ein Wunder tut und meinen Mann wieder Glauben an Gott und Vertrauen zu ihm findet. Vielen Dank für Ihr Gebet. Was für ein Glauben. Das finde ich sowas von stark. So ein Glaube, dass Gott das tun kann. Und daran glauben wir, weil das ist rein physikalisch undenkbar, aber wir erleben solche Dinge und glauben jetzt auch für diesen Mann. Ich danke dir, Herr, danke. Herr, danke, dass du der Herr bist, der vollkommen die Menschen geschaffen hat. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch, Herr, wir wieder bitten dürfen, dass deine schöpferische Vollkommenheit, Herr, in diesem Mann wiederhergestellt wird, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass erneut das Sprachzentrum wieder funktioniert und alles, was dort nicht mehr funktioniert, was vielleicht zerstört ist. Herr, wir rufen in deinem Namen Jesu Neues hervor und danke, Herr, tu dieses Wunder und lass diesen Menschen wieder kommunizieren können, Herr, in ganz normaler Weise. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Zwei Frauen haben ein Gebetsanliegen wegen Alkoholsucht. Eine Frau schreibt, ich bin Nikotin- und alkoholabhängig. Und die andere Frau bittet für ihren Mann, mein Mann trinkt oft zu viel Alkohol. Ja, danke. Danke, Herr, dass an deinem Kreuz Befreiung ist. Ich danke dir dafür, Herr, lass diese Menschen, die eine Suchtkrankheit haben, wirklich auch sich entscheiden, frei zu werden. Herr, nicht, wenn es irgendwo zufällig passiert, sondern wirklich frei zu werden, dass sie vor dir das wirklich bekennen, ich will frei werden von dieser Sucht, vom Alkohol, Nikotin. Ich danke dir dafür und danke, Herr, dass du viel Freude schenkst, Herr, in diesem Freiwerden. Und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Freiheit an deinem Kreuz ist. Und danke, dass wir es annehmen und erleben dürfen. Amen. Amen. Fußbruch geheilt, schreibt ein Mann aus dem Norden Deutschlands. Ich hatte um Gebetsunterstützung gebeten, weil mein Fußbruch wegen Osteoporose nur sehr, sehr langsam heilen wollte. Durch das Gebet hat Gott jetzt Heilung geschenkt. Ihm sei die Ehre, er ist der beste Arzt. Und das ist wahr.
Ein Ehepaar schreibt uns ein wunderbares Zeugnis von dieser Sendung. Vor einigen Wochen baten wir um Gebet für unsere Tochter. Sie hatte einen Hirntumor und musste operiert werden. Gott sei Lob und Dank, es ging alles gut und der Tumor war gutartig. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gebete. Wir konnten es in der Sendung Hoffnung um 12 selbst miterleben, als genau am OP-Tag gebetet wurde. Wie wunderbar ist doch Gott. Ein Mann ist aus dem Koma aufgewacht. Eine Frau schreibt, Sie haben für meinen Schwager gebetet. Er ist wieder aus dem Koma zurück und kann selbstständig atmen. Auch die anfänglichen Sprachprobleme und die Schwäche hat sich deutlich gebessert. Ganz herzlichen Dank für das Gebet. Gott befreit von Süchten, wie dieses Zeugnis zeigt. Ihr habt an den Heilungstagen für meine Tochter gebetet. Sie konnte mit dem Kiffen aufhören und hat auch das Zigarettenrauchen stark eingeschränkt. Danke für eure Gebete. Ja, und Gott befreit, das ist wunderbar. Ist das nicht großartig? Wir haben ein Gebetsanliegen, dass Menschen von Sucht, von Nikotin frei werden wollen, und dann haben wir in der gleichen Sendung ein Zeugnis, wo ein anderes frei geworden ist. Gott ist so gut, und hast du auch seine Güte erlebt? Lass sie uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, der Tipp heute, ja, du hast den Schlüssel. Du hast, so wie du deinen Hausschlüssel, deinen Autoschlüssel hast, deinen Fahrradschlüssel, so hast du auch den Schlüssel, wenn du Christ geworden bist, ja zu Jesus gesagt hast, hast du den Schlüssel wirklich in der Hand, das freizusetzen, was Jesus alles am Kreuz für dich und für andere getan hat. Lass die Schätze raus, lass sie frei für deinen Nächsten. Lebe das, was Jesus für dich getan hat. Wenn wir für dich beten dürfen, dann schick uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet oder auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Letzten Mittwoch hatten wir die Sendung Gebet für dich live. Und hast du die Sendung verpasst? Hattest du keine Zeit oder hast du es vergessen? Kein Problem. Die Sendung steht auf YouTube. Die ganze halbe Stunde steht auf YouTube für dich bereit. Schau rein. Es wird dir zum Segen sein. Und wir sagen Tschüss für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.